Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Okami Amaterasu. Sag Hallo! Sehr schön. Genau, wir haben in der letzten Folge den Vakuschrein bezwungen, geschafft sozusagen. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen zu machen. Also ich weiß, dass es den Kraftstreich 3 hier irgendwo gibt. Ich weiß nicht genau wo. Das muss ich dazu sagen. Also ich weiß definitiv nicht wo. Ich weiß nur, dass er hier irgendwo sein soll. Ich weiß nicht, ob es hier am See oder direkt vor dem Vakuschrein ist. Ich weiß nur, dass es hier in der Nähe ist irgendwo. Ist jetzt natürlich... Ja, suboptimal sage ich jetzt mal nicht, aber wir müssen es halt jetzt einfach mal suchen. Also, gehen wir mal ganz kurz nochmal zu dem Vakuschrein, denn vielleicht müssen wir auch die Kanonen davor besiegen. Möglicherweise ist es auch hier unten rechts. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie wir da genau hinkommen können. Auf jeden Fall gucke ich mich jetzt hier mal nochmal genauer um. Damit wir den Kraftstreich auf jeden Fall finden. So, hier sind auf jeden Fall Kanonen. Machen wir gleich mal langsam. So, kommt mal her. Da haben wir sie. Zack! Wow, das sollte eigentlich ein Cut werden. Bumm! Kaputt! Okay, jetzt können wir uns hier in Ruhe umschauen. Ohne dass wir die ganze Zeit von nervigen Kanonenkugeln kaputt gemacht werden. Lasst mich hier mal nur schnell schauen. Haben wir eine Karte? Ja, aber keine wirklich aussagekräftige. Okay, wir können hier auf jeden Fall was graben. Na, was haben wir hier drin? Ein Rubinklunker. Okay, gut. Da haben wir auch noch was zum Graben. Eine verstreute Perle. Okay. Gut. Ich schaue mich jetzt nochmal genauer hier um. Aber hier sieht es ziemlich öde aus. Also das Einzige, was ich sehen könnte, wäre da hinten. Das sieht mir so ein bisschen nach einer Plattform aus. Aber ich sehe keinen Weg, um da wirklich hinzukommen. Nicht wirklich. Okay, gut, dann gehe ich einfach mal den Weg hier entlang. Und schau mal nochmal ganz kurz hinein. Also nur das erste Stück. Ich glaube nicht, dass es im Vakuschrein ist. Da geht's nur hoch. Genau, und hier war die Eisflächen. Sieht nicht so aus, als ob es hier der richtige Weg ist. Okay, gut. Dann schwingen wir unseren Hintern mal wieder raus. Und gucken die zweite Möglichkeit noch an. Aua, das war nicht gut. Die zweite Möglichkeit wäre ja, wie gesagt, draußen diesen Weg außenrum nochmal nachzugehen und zu gucken, ob wir sind ja schon relativ weit da gekommen. Ich hoffe, dass das, ja genau, wunderbar. So, ich möchte hier hoch. Das Wasser ist jetzt geschmolzen, das heißt, wir können jetzt schwimmen, theoretisch. Das ist aber nicht unbedingt das, was ich erreichen will. Sondern ich möchte hier hoch. Und damit komme ich dann da hoch. Genau, da waren wir ja schon mal. Nur mal kurz die Karte checken. Jawohl. So. Ja, und hier kamen wir dann nicht weiter, richtig?
Einzige, was ich mal probieren könnte. Ist da irgendwas? Nee, okay. Lass mir mal ein bisschen Anlauf holen. So. Okay, gib Gas, mein Freund. Der Stein ist schon wieder da. Toll. Spring, spring und... Ah, das wird nicht klappen. Okay, gut. Das war schon mal nix. Vielleicht komme ich hier irgendwie hoch. Aha, okay. Da war ich auch schon. Okay, gut, 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 gut. Wir sind jetzt hier. Nur langsam. Ich möchte mich hier genauer umschauen. Ist da auch noch was gewesen? Da war auch noch was. Oh, das habe ich noch nicht gefunden. Okay. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Und Affen. Jawohl. Hier kriegt ihr ein bisschen was zu fressen. Es ist zwar jetzt nicht genau das, was ich möchte, aber mein Gott. Geschenktes Glück nehme ich immer mit. Jawohl. Hier haben wir einen Stein, den zerschneide ich mal vorsichtshalber einfach mit. Okay, das hat leider nichts gebracht. Gut, 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 gut. Das heißt, wir wollen weiter in diese Richtung. Hier oben ist nichts. Das heißt, hierher. So. Stein machen wir mal kaputt. Ich will hier nichts auslassen. Was? Eine unsichtbare Wand. Noch eine unsichtbare Wand. Das ist natürlich jetzt ungut. Komme ich hier unten durch? Komme ich auch nicht, oder? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das heißt, hier will er nicht. Das will er auch nicht. Okay. Ja, okay, es wird Nacht. Kein Thema. Nicht schlimm. Ist aber nirgends irgendwas, ne? Genau, und hier stecke ich fest. Ich muss hier irgendwo hochkommen. Es gibt ja auch nur keinen wirklichen Weg dahin. Es gibt nur diesen einen komischen Spiegel, aber... Was der mir wirklich bringt, ist fraglich. Ist hier irgendwo Blumen, in die ich mich hochziehen könnte? Auch nicht. Okay. Das ist natürlich ungut. Das Einzige, was noch sein könnte, wäre irgendwo hier, aber... Vielleicht kann ich auf diesen Nippel da? Drauf? Oder da drauf? Auch nicht, okay? Hey! Ich war doch gerade schon drauf! Hey! Ich glaube nicht, dass es geht. Ich probiere es trotzdem aus, wie ein Verrückter. Okay, egal. I'm a little bit confused, my friends. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Brauche ich dafür erst die Technik, die ich bei diesem einen Meister lernen kann? Weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein Teleportspiegel. Wir können jetzt einfach mal... Wow, es ist ganz schön dunkel. Hier ist es mir jetzt erstmal... Wow, es ist echt dunkel. What the fuck?
So, hier schnell. Runter, was ist denn eigentlich hier? Ist hier noch irgendwas? Außer ziemlich viel Wasser und Dunkelheit. Möchtest du mal kurz Tag machen? Vielleicht wird es dann ein bisschen heller. Ja, okay. Angenehm. Gut. Egal. Dann gibt es noch 2 Punkte. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Ich weiß es eben nicht, ob ich genug Geld habe. Sehen wir jetzt nämlich gleich, indem ich mein Zeug kurz verkaufe. Du bist ein Verkäufer. Ja, kannst du gerne verkaufen. Oder du kannst auch gerne bei mir einkaufen. Viel habe ich, glaube ich, nicht. Aber hier sind ein bisschen teurere Sachen. Okay, ich habe fast 1 Mille zusammen. Das heißt, ich muss kurz gucken, was das kostet. Ich gehe jetzt mal kurz zum Trainer. Und möchte mal gucken, wie viel die... diese Spiegel-Teleport-Technik kostet. Ich hoffe nicht allzu viel, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sie viel kosten wird. Egal, gucken wir einfach nach. So, du bist also wiedergekommen. Ja, das kennen wir doch alles schon. Und wie viel kostet sie? Habe ich die schon? Ach nein, diese Spiegeltechnik musste man mit Dämonenzähnen kaufen, nicht von ihm. Und zwar 80, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, gut. Dann machen wir das kurz anders. Kleinen Moment. Ich weiß schon, ich habe schon meine Ahnung, wie wir das jetzt angehen. So, ich möchte da drüber. What the fuck? So, jetzt mal riesigen Weg aus rumlaufen müssen. Kein Thema, mach mal. Wir gehen kurz Schlittschuh laufen. Yay! Springen. Nicht ganz so weit, wie ich eigentlich wollte. Und machen hier mal so einen Wirbel. Ui. Ja. Und das wäre... Komm, rein. So. Machen wir es erst andersrum. Wir müssen dann eh nach Saiyan. Ich gehe kurz ins Shinshu-Feld. Ich weiß, ihr werdet jetzt... ein bisschen kämpfen sehen. Es sollte relativ fix gehen, 35 Dämonenzähne zu sammeln. Es geht eigentlich wirklich schnell. Wir gehen einfach mal in jeden Kampf hinein. Sammeln ganz kurz Dämonenzähne. Mir ist es jetzt egal, ob ich getroffen werde dabei. Wichtig sind mir die Dämonenzähne. Den da hinten wollte ich jetzt gerade nicht töten, aber auch egal. So, ja, seht ihr, 2 von 30 haben wir schon. Es sind so 10, 12 Kämpfe, was wir jetzt noch machen müssen. So, 1 Dämonenzahn. Komm her. 2 Dämonenzähne. Komm her, du auch noch. Du auch noch. Jawohl, okay, jetzt können wir töten. Und du auch. Ah, die Leben nehmen wir mit. Kein Thema. Ja, wie gesagt, mir geht es jetzt hier gerade nicht um Bonusgold oder whatever. Ich weiß, dass ich braune Zorn nicht lernen werde. Weil es mir einfach echt zu teuer ist.
Das ist... Weiß nicht, sehe ich jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Komm mal her. Wow. Wow. Da war ich da aus. Ey, geht ihr mir jetzt mal bitte weniger auf den Sack? Alter, ich treffe kein bisschen. Jetzt habe ich einen getroffen. So. Dich auch. Jetzt hör auf auszuweichen. Hör auf mich zu schlagen. Danke. Und jetzt sterbt. So, du auch noch. So, die Leben nehme ich mit. Wow, ich habe trotzdem noch einen grünen Baum bei Schaden. Das ist lustig. Obwohl ich 4 Herzen verloren habe. Also Herzen, Energiepunkte. So, egal. Wir machen auf jeden Fall das, was ich heute vorhabe. Das heißt, es kann leicht sein, dass die Folge ein bisschen länger dauert. Möglicherweise, wenn sie zu lange wird, dann schneide ich sie halt in 2 Teile. Wow, da lässt das einfach explodieren. Nur nochmal. So, so. So, komm her. Und hier. Wunderbar. Geht alle kaputt. Und dich will ich auch noch. Da hinten? Jawohl. Ich verliere immer ein bisschen Leben, merke ich. So, wir sind schon bei 56. Okay. Das geht gut voran. Nehmen einfach jede Monsterrolle mit, die man mitnehmen kann. Das sind halt immer die gleichen, ne? So. Habe ich den Dämonenzahn jetzt gekriegt? Egal, wir töten einfach. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe den dritten auch bekommen. So. 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 Hui. Dann. Machen wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Mehr Monster, meine Freunde. Wo seid ihr? Da hinten war, glaube ich, noch eine. Jawohl, jawohl, da war auch noch eine. Richtig. So. Einmal das. Einmal dich. So. Hier schneide ich kurz die Flügel ab. Um in den Dämonenzahn. So, der wird gleich wahnsinnig. Und yes. Die sind angenehm. Die sind easy. So, so sammelt man Dämonenzähne. Leichte Gegner suchen. Und diese leichten Gegner einfach platthauen, nachdem man ihnen Dämonenzähne abgenommen hat. Es ist sehr schön, dass man Dämonenzähne so einfach kriegt. Also es ist wirklich einfach. Es ist jetzt nicht irgendwie... Man hat eine 100%ige Chance, wenn man mit dem Pinkeln trifft, einen Dämonenzahn zu bekommen. Dementsprechend ist das eigentlich relativ fair. Brauner Zorn, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was dabei passiert, wenn man weiß, dass goldener Zorn ist das, glaube ich, was ich jetzt gerade mache. Golden, ne? Pinkeln. Und der Rest ist, glaube ich, klar. So, ihr seid erstmal weg. So, du hast auch deinen Dämonenzahn verloren, jetzt kannst du sterben. Genau, brauner Zorn ist der einzige Unterschied hierbei, dass man, wenn man trifft, 2 Dämonenzähne von jedem Monster bekommt. Was natürlich ein schnelleres Einkommen an Dämonenzähnen bringt. Wobei ich sagen muss, es ist in meinen Augen nicht so wichtig, diesen braunen Zorn zu haben. Denn man kommt auch so sehr schnell an seine Dämonenzähne. Und ich glaube nicht, dass es dann noch allzu viele Möglichkeiten gibt, diese auszugeben. Also ich weiß es jetzt gerade auf jeden Fall nicht mehr. Ich könnte mal nachlesen, ob es da noch irgendwie, keine Ahnung,
irgendein übermächtiges Item für 999 Dämonenzähne. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann ist es natürlich, sage ich mal, okay, wenn man dann diesen braunen Zorn hat, um sich ein bisschen schneller an Dämonenzähnen zu ergötzen. Komm mal her. So, danke. Weg mit euch und weg mit dir, mein Freund. Aber ich glaube, ich weiß es, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob man noch Dämonenzähne danach braucht. Das, ich weiß nicht, möglicherweise sage ich es euch nochmal. Oder ihr schaut selber im Internet nach. Genau, hier haben wir den Kerl mit seinen Vasen, wobei mich die Quest jetzt nicht großartig interessiert, deswegen werde ich sie nicht machen. Ich glaube, es gibt eine verstreute Perle dabei. Wobei ich mir da nicht sicher bin jetzt gerade. Oder irgendein Fragment der Sonne, vielleicht auch das. So, jetzt kannst du sterben. Dankeschön für den Dämonenzahn. So, okay, 2840 Yen. Jawohl. Schauen wir mal, wie weit sind wir schon? 74. Na, seht ihr, geht doch recht fix. Wird also keine Doppelfolge. Ich bin mir sicher, dass ich das jetzt... Es sind noch zwei Gruppen, A3 Monster. Bin ich überall was bekommen davon. Einmal. Zweimal. So. Jetzt muss ich nur noch den hier treffen. Jawohl. So, kommt her. Und du auch noch. Damit ist es noch, sind es noch drei Dämonenzähne, die ich brauche. Ich würde schon ganz gern die Schnittchen 2 Technik, 3 Technik haben. Das wäre schon nice. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Ich habe auch die restlichen Monster-Suchquests jetzt nicht gemacht. Da ich ehrlich gesagt sagen musste, man kann sie machen, es ist nicht schlecht. Also ich kann euch da einen Tipp, einfach nur den Tipp geben. Ich weiß nicht, ob es random ist oder ob die Monster an festen Spots kommen. What the fuck? So, komm runter. Ich weiß nicht, ob die Monster an festen Spots kommen, wollte ich sagen. Deswegen... Wow, ich wollte eigentlich einen Cut machen. So wollte ich machen. Deshalb, wenn ihr das macht, bleibt in dem Gebiet, macht Nacht, also macht den Mond, und geht jede Monsterschriftrolle ab. So habe ich es hier gemacht. Und passt auf, dass die Nacht nicht... wieder zum Tag wird, also zeichnet regelmäßig den Mond nach. Damit verschwinden die oder tauchen die schon gemachten Schriftrollen nicht mehr auf. Habe ich jetzt 80? Ja, ich habe 80. Weil ich kann jetzt mich hier bewegen, die Schriftrolle hier würde jetzt nicht auftauchen, solange es nicht irgendwas, ich das Gebiet wechseln würde oder ich glaube jedenfalls, dass es so war. Also so war es, glaube ich, auch, wo ich hier gemacht habe. Genau. Normalerweise einfach dann alle Schriftrollen machen. Ich habe es dann innerhalb von einer Nacht, natürlich habe ich das öfteren nachgezeichnet, habe ich alle Monster gefunden, die noch gefehlt haben. Saiyan will ich. Genau, wir müssen einmal zum Kaiser. Das können wir relativ fix machen. Und dann möchte ich noch einmal zum Shop-Inhaber hier drin. Denn ich glaube, nach dem Wakku-Schrein kann man... Das ist der falsche... Das ist der Kaiserpalast... Nicht der richtige Kaiserpalast. Lass mich kurz überlegen. Ah ja, da hinten war's. Genau. Denn nach dem Wakku-Schrein sollte es, glaube ich, hier eine Waffe zu kaufen geben. Eine Perlenwaffe, soweit ich weiß. Die natürlich mega fett ist. So.
Dann laufen wir kurz mal zum Kaiser. Hallo. Du sammelst Dämonenzähne aus was für einem kranken Grund auch immer. Das ist einmal laut, auf dem Wasser zu laufen. Die Tintenenergie. Oh, das ist natürlich geil. Aber. Wassersteintafel. Die haben erlaubt, auf dem Wasser zu laufen. Das ist hoffentlich nicht notwendig, oder? An sich eine nette Idee. Definitiv eine sehr nette Idee sogar. Aber das ist jetzt erstmal wichtiger. Möglicherweise mache ich das dann offscreen. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten unserer aller Mutter. Unsere Trennung hat mich geschwächt. Meine Macht ist wie Nebel verflogen. Dein Herz rein genug, um die Finsternis zu durchdringen, hat mich wieder erweckt. Das Siegel des Nebels wird dich beschützen. Meine Macht hat ihren Höhepunkt erreicht. Hiermit verleihe ich dir die Kraft schneller Nebel. Jo, damit können wir uns... Wow, hätte ich nie gedacht, dass sowas aus einer Flasche kommt. Kann. Ich wette, dieser kaiserliche Sammelfritze wusste nicht einmal, was in diesem Ding war. Wegen diesem schnellen Nebel. Ich weiß nicht so genau, wie man ihn einsetzt. Aber das Wichtigste ist doch, dass du eine weitere Technik zurück hast. Ja, doch. Ich weiß, wie man sie einsetzt. Und zwar, indem man ein... wenn man auf so einem Kreuz... Also es gibt ja diese verschiedenen Speicherspiegel. Es gibt die einen, in denen nur der Spiegel ist. Und es gibt die Spiegel, die noch ein Kreuz sozusagen haben. Ich kann es euch dann gleich mal zeigen. Ich glaube, in Saiyan ist so einer. Diese Speicherspiegel kann man dann nutzen, um zwischen diesen Kreuzspeicherspiegeln hin und her zu teleportieren. Ähnlich wie die Meerjungfrauenmünze, nur besser. Okay, es wird gerade Nacht. Kein Ding. Besser deswegen, weil es mehr Speicherspiegel gibt als, glaube ich, mehr Jungfrauenquellen. Beziehungsweise, man kann halt variieren jetzt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, kostenfrei zu teleportieren. Das war zum Beispiel einer ohne Kreuz. Ich kann es euch nochmal zeigen. Hier auf dem Spiegel wäre normalerweise ein Kreuz dann noch drauf. Ein X. Das X markiert die Stelle, ne? Genau, und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit mehr Variation umzugehen. Also ich könnte jetzt hier im Adelsviertel mit der Meerjungfrauenmünze schneller hinkommen. Im bürgerlichen Viertel ist, glaube ich, so ein Teleportspiegel. Den könnte ich dann nutzen, um irgendwo anders hinzukommen. Also, doppelte Möglichkeiten zu teleportieren, schneller am Ziel. Was jetzt natürlich zum Schluss des Spiels hin nicht ganz so sinnvoll ist. Ich glaube, das ist auch kein Kreuzspiegel. Gucken wir dann einfach gleich. Kannst du mein Pech glauben, du Kleffer? Ja. Einkaufen, jawohl. So, genau, die Arktisperlen und es gibt den Dreifaltigkeitsspiegel für 150.000 Yen und für 500.000 Yen. Ich werde mir beide kaufen. Einfach nur, weil ich es kann. Werde jetzt natürlich die Ausrüstung so machen, dass ich diese hier als Hauptwaffe, diese hier als Nebenwaffe benutze, damit ich mehr Schaden mache. Und werde das hier noch verstärken. Einfach nur, weil ich es kann, das hier und weil ich es kann, das hier. So. Jetzt haben wir die stärkste Perlenwaffe, was geil ist. Definitiv. So, jetzt gucken wir mal noch ganz kurz. Ja, okay, es wird doch ein bisschen länger wieder. Genau, da hinten ist zum Beispiel eine... was ist denn hier? What the fuck? Wartet mal ganz kurz, Leute. So, ausbuddeln. Wurde mir das gerade angezeigt? Nee, wurde nicht. Was wird denn mir hier angezeigt? Vielleicht nur das Portal. Egal. Gut, wir haben einen Kristall noch dazu bekommen. Und Pferdchen! Grünfutter! Oder Kühe! Whatever! Ist doch fast das Gleiche.
So. Genau, hier habe ich schon alles. Kraftstreich 3 ist einfach noch deswegen gut, weil man dann auch wirklich diese anderen Felsen auch kaputt machen kann. Dort gibt es dann, glaube ich, Kleeblätter, die 50 Glück pro Stück geben. Was doch eine ordentliche Menge ist. So. Noch zu den Speicherspiegeln. Ich glaube, in den Dungeons gibt es rein kreuzlose Speicherspiegel. Nur mal so. So. Da müsste sein. Genau. Genau, wenn man hier hinläuft, dann kann man jetzt hier ein X machen. Und kann teleportieren. Es gibt im Drachenpalast eine. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Genau, da möchte ich mal hinschauen. Und? Ja, wir sind da, wo ich hin wollte. Außer einem riesigen Bären. Ach, du bist Fisch, kein Fleisch. Und drei Schatztruhen ist jetzt. Ich habe es eigentlich echt mit mehr gehofft. So, jetzt ist. Ne, Porzellantopf, okay. Eine verstreute Perle. Gib sie mir. Danke. Und. Was haben wir hier? Wow. Taghammer. Okay. Silbertaschenuhr. Okay. Sonst noch irgendetwas hier außer den Speicherspiegel? Nicht wirklich. Okay, gut. Das heißt... Ich muss... wirklich noch mal kurz nachgucken, wo denn dann der Kraftstreich 3 ist und die restlichen Techniken. Ich mache das aber offscreen. Werde dann in der nächsten Folge hoffentlich relativ fix diese beiden Techniken, oder ich weiß nicht mehr, wie viele Techniken mir noch fehlen. Also mir fehlt auf jeden Fall der Kraftstreich 3 noch. Ich weiß nicht, ob die Eis, der Blizzard-Typ, noch eine Technik für mich hat. Da gucke ich auch noch nach. Die möchte ich auf jeden Fall haben. Das gehört für mich schon ins Let's Play rein. Aber sonst gucke ich einfach mal nach, wo die ganzen, was ich noch für Techniken brauche. Und genau. Das wäre es von meiner Seite aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.